Beste Hook. Ja, also das ist wirklich auch eine Kategorie. Mann, ist sie breit gefächert. Im ganzen VBT 2018 die beste Hook herauszufinden. Also Hook generell ist eigentlich so ein bisschen das Aushängeschild einer guten Runde. Ich finde, eine gute Runde braucht nicht zwangsläufig auch eine gute Hook, aber eine Hook entscheidet auf jeden Fall darüber, glaube ich, hauptsächlich, ob die Runde hörbar ist oder eher nicht so hörbar ist und ist eben auch ein großer Bestandteil, der einfach zu einer Runde beiträgt. Ob das jetzt ein Gastbeitrag ist oder eben eine Eigenkomposition, sage ich mal, ist in dem Fall egal. Beziehungsweise hier für die Kategorie sollte es natürlich schon, wenn möglich, eine Eigenkomposition sein, weil wir ja schon die Features drin hatten. Ist aber auch nicht schlimm, dass jetzt irgendwie nochmal Gastbeitrag sein sollte. Und bei Hooks gibt es so viele gute oder gab es so viele gute in diesem VBT, dass ich mir da tatsächlich die meisten Gedanken gemacht habe. Ich habe mir auch zig Hook-Compilations angeguckt und ich habe mir tatsächlich am Ende sechs Hooks rausgeschrieben, die ich alle sehr, sehr gut finde. Aber es gab eine Hook davon, die ich tatsächlich von Anfang an wusste und mir auch aufgeschrieben habe, Was? Du hast sie dir aufgeschrieben? weil sie mir einfach, nachdem ich sie gehört habe, gar nicht mehr aus dem Kopf ging. Also das war eine Hook, die hatte ich tagelang im Kopf. Wird wahrscheinlich auch keiner von euch nachvollziehen können, warum. Aber dazu kommen wir gleich. Also, zum ersten Mal eine Hook, das wäre Tondichter gegen Engine Itano, Hinrunde. Und zwar die Hook auf dem ersten Beat. Engine Itano, dein Rap ist für den Arsch, ihr wisst schon. Ah, ja. Finde ich auch wieder, da zeigt Tondichter einfach mal wieder, dass er gut singen kann. Ist eine schöne melodische Hook, die passt einfach so perfekt rein in die Runde, sage ich mal. Also er macht aus einer Runde, die theoretisch sehr, sehr unmusikalisch sein könnte, einfach des Beats geschuldet, macht er eine sehr, sehr gute Runde. Ihr wisst, was ich meine. Also es rundet die Runde sehr gut ab. Und genau. Dann die nächste Hook, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Viertel Hook von Pete gegen MRO, weil die einfach die Atmosphäre des ganzen Battles und der Runde sehr, sehr gut unterstreicht und einfach nochmal kurz und knapp das zusammenfasst, was Pete so über die Runde hinweg zu MRO sagt. Dann die nächste Hook, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die 32. Hook von R3Z gegen Detox Vengeance. Oh, die ist super. Ja, und das ist, also ich war total überrascht von der Hook. Ich hätte R3Z niemals diese Musikalität, sage ich mal, zugetraut. Und dann kam einfach diese Runde raus und ich habe gedacht, okay, das wird jetzt ein Battle Punchliner gegen Musiker. Und dann haut trotzdem R3Z eine Runde raus, die wirklich Punchline-technisch gut war und eine sehr, sehr schöne Hook hatte. Und die habe ich mir sehr, sehr oft angehört. Und dann nächste Hook ist auch aus dem 32. Und zwar ist das die Vocal Hook gegen Holiday Cat. Jetzt geht's dir mächtig an den Kragen. Höchste Zeit, dass du die machst. Mir fällt kein Grund, dich noch leben zu lassen. Ey, was für Urlaub, du klingst wie eine eingeschläferte Ich renn allein durchs VBT. Du suchst verzweifelt nach nem Feature-Gast. Und deine Richmond-Attitüde geht mir bisschen auf den Sack. Was für Katze, ich fühl mich weder gebissen noch gekratzt. Das könnte jetzt die vielleicht noch am ehesten von denen sein, wo ihr eventuell sagt, dass die euch nicht so zugesagt hat. Die war schon sehr, sehr Doch, die ist auch speziell. gut. Aber Ladies, naja. das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was gut im Kopf bleibt. Nächste Hook, die ich mir aufgeschrieben habe, ist auch aus dem 32. Und zwar ist das die Hook von Nixter gegen Finnick. Ich schieß den Finnick in den Wind, flieg zu einem anderen Star. Bevor Finnick hier gewinnt, gibt es ein VBT vom Mars. Dein zuckersüßes Lächeln in die Kamera gesteckt. Doch du drehst dich einmal um und Bro, dein Fahrrad, das ist weg.
die eben auch, wie gesagt, passend zu dem Video, und sie ist einfach verdammt musikalisch. Ich finde sie jetzt auch line-technisch absoluter Käse, aber ich finde, sie ist einfach echt schön und man kann sie sich gut anhören. Und jetzt kommt tatsächlich die Hook. Ich weiß es nicht warum, aber die ging mir tagelang nicht aus dem Kopf, diese Hook. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich nicht nachvollziehbar, warum. Es ist auch eine Hook von Nixstar aus der Vorrunde 3 gegen Neox. Hat dem armen Louis wohl sein Fahrrad nur gestohlen. Glaub mir, das war ich. Und ich mach damit eine Fahrradtour nach Polen. Von Danzig bis Warschau, von Stettin nach Krakau. Die Räder nach Breslau, den Lenker nach Prag. Für den Rest wurde ich bestens in Estland bezahlt. Und zwar nicht die erste Hook, wo das Feature noch mit dabei ist, sondern eben er macht quasi die Hook mit einem ähnlichen Aufbau noch ein zweites Mal auf dem Beat, nur eben alleine. Und das ist eben diese Hook, die ich extrem gefeiert habe irgendwie. Ich hatte die tagelang im Kopf, ich musste die immer wieder so mitsingen. Ich hatte einfach jedes Mal gute Laune, wenn ich die Runde gehört habe. schönes Ding und geiler Ohrwurm. Mhm. Ja, ich glaube am Ende war das, ne? Kann das sein? Ja, ganz am Ende die Hook, ja. Von A nach B. Von Warschau nach Litauen. Textlich war die auch Quatsch, ganz klar. Aber es geht ja darum, was die beste Hook... Also gut, man könnte jetzt sagen, eine gute Hook muss auch textlich gut sein, aber ich bin hier jetzt rein nach Hörgenuss gegangen, muss ich sagen. Ja. Es gibt Menschen, die sagen auch, eine gute Hook muss Reime haben. Na. Ja, ist halt oft vorteilhaft, damit sie gut klingt, ja. Also eine Kettenreim sollte schon meistens drin sein, eigentlich. Aber ich glaube, Hook ist so die einzige Stelle oder Phase, sag ich mal, wo wirklich kein Reim vorhanden sein müsste. Okay, ja, es gab natürlich tausende Hooks in diesem Turnier. Ich habe mich auf eine beschränkt, spontan. Ich habe mich letztendlich entschieden für die Achtel-Hinrunde von Engin Itano gegen Dima Richman. Dima, wenn du erneut, weil du Angst bekommst von mir, wegen Erfahrungen heulst, dann mach doch dein eigenes Turnier. Und wenn das dann auch nicht klappt, egal, dann kriegt man immerhin auch nicht mit, wenn du weißt, weil du draußen bist. Die ist halt sehr episch und passt auch zur Szenerie. Welche Hook? Also die Battles. Im zweiten Beat? Nee, die erste. Der hat keine Hook, der zweite Beat. Hat er nicht am Ende auch gesungen? Achso, nein. Nee? Also auf jeden Fall keine Hook. Auf jeden Fall dieses Dima, wenn du erneut. Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also die Hook ist sehr episch. Die finde ich cool. Die ist musikalisch. Ja, Justin, ich weiß, es war gegen Dima, aber die Hook ist cool. Ich muss gestehen, die Hook ist für mich zu wenig ohrwurmig, um eine gute Hook zu sein. Also sie ist mir am Anfang überhaupt nicht hängen geblieben. Weil sie so langsam ist, oder? Weil sie so, weiß ich nicht. Wie kann man es am besten beschreiben? Also das haben die doch in ihrem Bewertungsvideo ganz gut gesagt. Das ist eher eine Bridge als ein Hook. Und da würde ich ähnlich sehen. Hat das MC Baum gesagt? Nee, Jenny. Achso. MC Baum hätte sich nicht die Mühe gemacht, da irgendwas zu analysieren. Tja, ich würde jetzt ein Wortspiel machen, ey. Und der Haken bei der Sache ist, dass es eine Brücke ist. Was war das für ein Wortspiel? Ja, wegen Hook und Bridge. Der Haken an der Sache ist, dass es eine Brücke ist. Ah, ja. Okay. Ah. Ja. Okay. Ja. Also das denn? Ja, bei mir war das auch wieder mal so eine eindeutige Sache und es kommt wieder Gelächter und dumme Kommentare im Hintergrund. Lass mich raten, Lara Loft. Die Nice. Lara Loft wäre für mich in der besten Hook ganz, ganz hinten auf dem letzten Platz, okay? Hinter J zu dem D.
Der hat da überhaupt eine Hook gehabt davor? Ich glaube schon, dass der eine Hook hat. Der ist nicht mehr in der Liste drin, okay? Clara läuft auf dem letzten Platz, er nicht mehr dabei, gut. Und zwar kann ich nicht mal sagen, dass es eine Runde ist, außer man könnte sagen, die kam in der Runde das erste Mal vor. Da würde ich sagen, Bruder Jakob, der Qualifikation. Auf dem Zettel steht Bruder Jakob so ziemlich jede Runde, weil es eigentlich jede Runde ist, dieselbe Hook. Das stimmt. Lustigerweise. Aber die Imitation war noch sehr geil. Ja, das war, da war ein bisschen mehr Action dahinter. Du bist sprachlos, es ist Bruder Jakob. Du bist ein Arschloch, nicht so Bruder Jakob. Du bist sprachlos, es ist Bruder Jakob. Du bist ein Arschloch, nicht so Bruder Jakob. Du bist sprachlos, es ist Bruder Jakob. Du bist ein Arschloch, nicht so Bruder Jakob. Ein bisschen mehr Würze. Auch wenn die, ja, das Schlimme ist, die Hook war da mal anders, mal heftiger, aber dafür war die Runde noch schlimmer. ja, also ich habe das so abgefeiert. Ich habe das, glaube ich, dem einen oder anderen, selbst wenn er mit dem VBT und so nichts zu tun hat, habe ich das jedem geschickt für ihr. Habe ich auch tatsächlich. Ich habe diese Runde, diese Quali habe ich Leuten geschickt, die wirklich absolut nichts mit Rap am Hut haben. Die fanden das alle lustig. Ich hab das sogar aus dem Kontext, ohne dass jemand davon wusste, einfach in den Chat geschrieben, den Hook als Text. Auch teilweise, wenn ich mit dem Handy auf dem Klo war, habe ich das einfach geschrieben so. Das hat mich überall verfolgt, die Hook erstmal für ein paar Tage. Ich habe ja ganz bequem eine Top-Liste. Wie viele Plätze wollt ihr hören? Wie viele Plätze hast du denn insgesamt? Also 6? 50. Ja. 3. Was? Mach mal 3. Der ganzen Liste sind 50. Dann mach halt die obersten 5 oder die obersten 3, wie die schon sagen. Also, ich mach lieber mal nur die 3, die restlichen könnt ihr ja selber angucken. Auf 3, da hatte ich schon, das ist die Big D-Hook. Aus dem 64. Mhm. Auf Platz 2 ist Plektro, 16. Hinrunde. Der spannenlange Handel gegen die Nudeldicke Dirn. Gehen wir in den Scheißgarten. Im Achtel ist nur Platz für einen von uns. Und das bist nicht du. Wunderschöne Wahl. War der Text nochmal? Der spannende lange Hansel gegen die Nudel, dicke Dirn. Ja, die war tatsächlich auch nicht schlecht, ja. Die ist super. Und auf Platz 1 ist Leiter Engine Itano. Warum leider? Halt ihr den nicht mögt. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht richtig. Der Daniel wollte doch, dass er mal auch erwähnt wird als erster Platz. Ey, das ist okay. Du hast ihm sogar einen Gefallen getan. Ich hab ihn doch auch schon mal erwähnt, Platz. Mann. Mir ist es nur aufgefallen für ihn, okay? Okay. Und ich hab auch nichts gegen Engine Itano. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich doch auch nicht. Ja, das ist der Hate, weil er gegen Dima gewonnen hat. Ja, das ist aber verständlich. Wer gegen Dima gewinnt, muss Hate kriegen. Ja, wer gegen so ein gottgleiches Wesen gewinnt. Oh Gott! Ja. Welche Hook von Engine denn? Ja, im Halbfinale. Mag, oh Mag, probier es doch wieder mit einem Kleid. Also, ach stimmt, ja. Die mögt ihr auch nicht so doll. Das waren jetzt alles keine Überraschungen tatsächlich. Du hattest ja alles schon mal genannt, schade. Also auch mach mal Platz 50. Irgendeine Hook in der Liste, die vollkommen unbekannt ist, die keiner kennt. Wo ist Bruder Jakob bei dir? Warte, ich guck, der ist drin. Warte. Auf 19. Das ist hoch, das ist relativ hoch bei 50.
tun? Ja, natürlich, hallo. Die ist höher als meine. Und wo ist Lara Loft? Hat sich knapp nicht reingeschafft. Ich wollte es mir verkneifen eigentlich. Ich kann jetzt selbst nicht mehr anders, als es die ganze Zeit zu erwähnen, weil es einfach so lustig ist. Okay. Ja, aber irgendeine Hook, die wirklich relativ unbekannt ist, die man sich vielleicht mal anhören könnte. Eine persönliche Empfehlung von dir. Es gibt eine Hook, die klingt beim ersten und beim zweiten und beim dritten Hören, glaube ich, total scheiße. Aber ich habe die Runde so oft gehört, dass ich sie jetzt mag. Und zwar von Tom Tumor in Pete's Vorrunde 3. Auf deinen Style wäre jeder Hipster neidisch. Ist dir das nicht selbst ein bisschen peinlich? Deine Parts sind doch ironisch zu verstehen, denn du beschwerst dich über Hipster, doch trägst Mode von Supreme. Sich gegen dich anzustrengen ist die Pisse nicht wert, denn der Vince von Bel-Air ist dein beschissener Scherz. Das VBT ist jetzt für dich, wobei ich schmeiß deine Party. Danke dafür, Alter. Oh ja. Der ist, Prinz ich, von Bel-Air ist ein beschissener Scherz. Klingt wie eine Mülltonne, aber das ist das Schöne daran. Irgendwas wie, ich schmeiß eine Party, danke dafür, Alblali. Ich habe die Runde so oft gehört, weil ich die in der Playlist drin habe. Ja, doch, die ist auch okay, ja. Noch eine recht strange Hook, die aber eigentlich ganz cool ist die von Tox gegen Boba Blair. Die ist eigentlich auch ganz schön. Ja, Tox hat mich gefreut, dass er wieder mitgemacht hat. Aber ich finde, Boba hätte das Battle gewinnen müssen. Ja, ich finde Tox unfassbar peinlich. Außerdem war das Battle gegen Gerd auch voll langweilig. Da war er am allerpeinlichsten. Wir haben über die besten Hooks geredet. Interessante Sachen dabei. Schöne Hooks. Also wie gesagt, da haben wir einfach das Problem. Es gab so viele gute Hooks. Ich glaube, das sind bei weitem nicht alle, die Erwähnung finden sollten. Aber vielleicht mal ein paar Anstöße. Wenn man einige davon noch nicht gehört hat, sollte man sich die dazu passenden Runden auf jeden Fall mal anhören. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Kategorie wieder.